Jetzt hat Donald Trump sie wirklich, die Grenzkrise. Der US-Präsident steht vor der größten Herausforderung seiner Präsidentschaft. 144.000 Migranten haben im Monat Mai die US-Grenze zu Mexiko überquert, wurden von den US-Grenzern aufgegriffen und verhaftet. Es ist der höchste Wert seit 13 Jahren. Man muss hier bis in die Bush-Administration zurückblicken. Auch ist es der dritte Monat in Serie, wo der Migrantenstrom auf mehr als 100.000 Menschen pro Monat angewachsen ist. Natürlich für Donald Trump ist es eine Blamage. Er hat im Wahlkampf versprochen, dass er die Immigration, die illegale Einwanderung stoppen würde. Auch der Bau einer Grenzmauer wurde versprochen. Zu all dem ist es nicht gekommen. Jetzt gibt es dramatische Szenen, Momente an der amerikanischen Grenze. Besonders die Infrastruktur der Border Patrol ist völlig aus den Fugen geraten, ist völlig überfordert. Mehr als 80.000 Menschen sollen sich im Gewahrsam der US-Grenze befinden. Zehntausende allerdings müssen laufen gelassen werden, weil es einfach keinen Platz gibt. 55.000 Kinder und Minderjährige wurden aufgegriffen während der letzten Monate. Es gibt Berichte, dass die Bundesbehörden ganze LKWs voller Windeln kaufen müssen, um Kleinkinder auch zu betreuen, die im Gewahrsam sind. Wirklich dramatische Momente. Eines der Ground Zeros dieser Grenzkrise ist der Ort, die Stadt El Paso in Texas. Dort ist im täglichen Alltag zu spüren, was die Grenzkrise bedeutet, auch für Menschen in Amerika. Kein Ergebnis gab es unterdessen bei Verhandlungen zwischen Mexiko und den USA bezüglich der von Donald Trump angedrohten Strafzölle. Trump hat angekündigt, dass er ab Montag Strafzölle in der Höhe von 5% auf alle aus Mexiko eingeführten Waren einheben möchte. Er will dadurch den Druck auf Mexiko erhöhen, die Migrantenwelle bereits in Mexiko selbst zu stoppen. Bekanntlich sind zahlreiche Karawanen aus Zentralamerika unterwegs durch Mexiko am Weg zur US-Grenze. Trump will, dass Mexiko sie aufhält, hat deshalb mit den Strafzöllen gedroht. Der Countdown tickt natürlich. Es ist nicht mehr viel Zeit, jetzt noch bis Montag ein Verhandlungsergebnis zu erreichen. Allerdings, es gibt auch Berichte, dass Mexiko jetzt eine schärfere Haltung verfolgt gegenüber den Migranten aus Zentralamerika. Angeblich wurde einer dieser Karawanen von einem Polizeikordon in Mexiko gestoppt. Die Menschen wurden am Weitermarsch gehindert in Richtung US-Grenze.